Hallo, ihr kleinen psychischen Musik. Keine Ahnung, wo das hinführt. psychische Musik. Oh, fragt nicht. Fragt mich nicht, warum. psychische Musik. Mich macht die Musik schon ein bisschen verrückt. Keine Ahnung. Was? Ich will gegen diesen Spacko antreten. Und ich hab doch Schutz eingesetzt. Oh mein Gott. Ah, nein. Dieser Tunnel ist verdammt lang. Dieser Tunnel macht schon mich schon verrückt. Oh. Wenigstens ist jetzt einmal eine andere Musik. Und tolle Begrüßung, oder? Oh, mein Kopf. Also die Musik kann man sich nicht länger anhören. Zumindest lang. Und laut. Oh. Diese Musik macht wirklich verrückt. Hm? Nee, ich bin schon sowieso so verrückt. Mach mal los! So. Eine Minute bin ich schon in der Aufnahme. Und jetzt mache ich die Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Blau. letztes Mal haben wir irgendwas gemacht und jetzt wieder irgendwas. Ach, keine Ahnung, was los ist. Ach, und die Musik ist auch so laut. Muss ich umstellen. Auf 5. So professionell, ich weiß. Ich weiß doch. Mann, warum lauter Kleinsteine? Da kann ich nix einsetzen, außer Jericho. Ach, ich mag ja Höhlen jetzt nicht wirklich so gerne, ne? So dunkel. Und jetzt bleib nicht stecken, du Kabel. Wow, Jericho levelt davon. Wirbelwind, wow, das brauchen wir unbedingt nicht. Weg. Ach nein, jetzt kommt die Musik schon wieder. Oha, du hast gewonnen. Nee. Nimm dich vor Onyx in Acht. Es quetscht dich wie eine Zitrone aus. Ach, das erinnert mich. früher habe ich... Nein! Habe ich jetzt umgestellt. Ja, für einen kurzen Moment. Ach, das ist manchmal wirklich... Manchmal will ich das drücken, also die Schultertasten so abwechseln. Keine Ahnung, ich drück das halt gerne. Und das kann ich nicht, sonst schaut so aus. Ach Gott, wo bin ich? Nein! Ein Möchtegern wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Ach, keine Ahnung, warum ich so aufgedreht bin heute. Was wollte ich ansprechen? Ach ja, früher. Na, ich habe ja an früher kaum Erinnerungen, aber ich glaube, was jetzt Pokémon... Oh, ein Pokémon, ein Georock. Ein Georock. Oh. Ja, das wäre jetzt unser, wenn ich tauschen könnte. Aber nein, ich habe nicht das... Nein! Wow. Oh, wow, wow. Schnell weg mit ihm. Schnell weg mit ihm. Das war knapp. Oh, diese Anzeige. Genau, da sind die wegen diesem Schrei. Ach Gott. Ach Göttchen. Armer Jericho, ich gebe auf. Ich gebe auf. Du hast Talent, du bist kein Möchtegern. Du kannst kein Möchtegern sein, genau. Jericho, halt noch durch. Eigentlich, unser nächstes Teammitglied, unser Aquana. Es ist eh bald einmal. Bald einmal. Hallo. Du könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe. Ich weiß doch nicht.
Oh, nix. Nein. Nein. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Nee, nee, das ist mir zu riskant. Ach, gegen Gesteins-Pokémon haben wir überhaupt nichts zurzeit. Überhaupt nichts. Silberblicke. Ja. Ich glaube, dass ich früher... Nein, warum? Dass ich früher... da muss ich nachdenken. Ich glaube schon, dass ich früher wirklich gerne Pokémon gefangen habe. Also so viele mir wirklich nicht, aber viele Pokémon. Als ich da jetzt irgendwann letztes Jahr Smaragd und Feuerrot habe ich wieder gefunden. Und da waren schon einige Pokémon in den Boxen. Aber da muss ich auch hinzufügen, dass ich... warum setze ich Silberblick wieder ein? Dass ich sehr viele Pokémon von diesen Editionen auf meine Diamant gewechselt habe da. Das ist ja die Möglichkeit. Das ist die Possibility, ne? Man kann das halt. Mann, so viele Onyxes. Onyxes. Los. Und ja, das habe ich dann irgendwann verloren, diese Diamant-Edition. Ich bin immer noch traurig. Boah, Steinwurf. Aber eins hältst du aus. Eins hältst du aus. Oh, Klammergriff. Aber Amme ist eh schneller, glaube ich, oder? Hoffentlich. Ja, ja, Klammergriffe nur so oft du willst, kannst tun. jetzt muss ich immer aufpassen auf... Oh, da sieht die, ne? Dass nicht wieder diese Roboterstimme drankommt. Kleinstein. Ja. Und diese Edition habe ich dann verloren, wo ich all meine wichtigen Pokémon hinübergewechselt habe. Jedes Mal, wenn ich daran denke. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe früher gerne Pokémon gefangen. Jetzt eigentlich nicht mehr. Ich will eigentlich nur mein Team besitzen. Sachte, wo bin ich? Was geht hier draußen? Wo geht's hier draußen? Was geht hier vor? Wollte ich sagen. Diesen Umweg muss ich nur wegen des auf Route schlaufenden Pokémon machen. Ja, gutes Deutschen. Gutes Deutschen, ne? Wo muss ich hin? Ich glaube da. Jetzt. Das. Nicht hier irgendwo so ein Typ, der dir Steinschwurf oder irgendwie sowas erlernt, ein Tun tut? Keine Ahnung. Du Wanderer nehmen Zweige, um ihre Wege zu markieren. Ja. Und ja, die Pokémon fangen, das tue ich jetzt nicht mehr so gerne. Warum Pummelhof heißen? eigentlich hat sich da eben meine Spielweise sehr geändert. Weil, wie gesagt, ich möchte eigentlich nur mein Team jetzt in meinem... im Team haben oder in der Box und keine anderen Pokémon, weil die tun mir dann irgendwie immer so leid. Also die Pokémon, die ich dann nie benutze, die lasse ich dann lieber frei, als sie in der Box versauern zu lassen. Und ja, was ich eigentlich ansprechen wollte, das war nur so eine kleine Information. Da habe ich wieder minutenlang gebraucht, um diese kleine Information zu sagen. Und fuchtel nicht so mit den Händen herum. Ja.
Da bin ich drauf gekommen wegen Onyx, dich zerquetschen wie eine Zitrone. Und ich glaube, ich kann das nicht immer ganz genau sagen, wie das war früher, weil ich habe ja kaum Erinnerungen mehr an früher. Aber ich glaube, weil ich ja auch gerne viele Pokémon gefangen habe, dass ich die Safari-Zone sehr mochte. Und ja, als ich dann zum ersten Mal den Manga letztes Jahr oder vor 2 Jahren, ich weiß nicht wann das war. Oh, 100 KP, seht euch diese Zahl an. Duplex Heap. Ja, komm schon. Langsam, aber ich glaube, es ist 8 Pfund. Ja, 5. 11, ja, alles läuft beschirrt. Ja. Und ich habe mein Bestes gegeben. Ich will noch Hause. Dann geh noch Hause. Mann, geh weg. Nein. Was? Wir können Fahrraden hier drinnen. Oh. Ich bin so happy. Hier gibt's auch keine Items, habe ich nachgesehen. Drum. Hahaha, kannst du mich besiegen? Du Witzbold, wir sind Witzbölde. Ja, im Manga ist die Safari-Zone da. Ach, voll der Mindflash. Oh mein Gott, das ist ja nicht so nett, wie ich es mir früher vorgestellt habe. Ach ja, die Safari-Zone im Manga ist schon ein bisschen brutal. Kann brutal werden. Und Jericho levelt uns wirklich davon, aber es bleibt uns keine andere Possibility, ne? Oder Amme? Ja, gegen einen Kleinstand, gegen eins kannst du das Ganze schaffen, ne? Und ja. Oh, was für ein Move. What a move! Voll predicted, ne? warum mein Georock? Haltst du einen Steinwurf aus? Ich glaube an dich, Amme. Ich glaube dich. Ich glaube dich, ne? Ich glaube dich. Und? Steinwurf? Jawoll! Gut gemacht. Und ja. Das wollte ich eigentlich ansprechen, weil die Pokémon-Welt, die ist nicht so nett, wie man sich eventuell vorstellt. Ups, das war zu viel des Guten. Ich trainiere lieber meine Muskeln als mein Gehirn. Okay, dann geh weg. Was überrascht mich so? Du besitzt ein Pokédex, Gottl, ich möchte auch einen, aber ich stehle ihn dir, ja? Oh, ein Pokémaniac, Phlegmon! Paralysiere es! Ja, gut. Er hat ja das MacBook, die Pokémon generell keine, wie heißt das nochmal? keine Fähigkeiten, also auch kein Facettenauge, also nicht diese Genauigkeit. Ja, was wollte ich, irgendwas wollte ich wieder ansprechen, irgendwas. An früher, wie ich gespielt habe, habe ich gesagt. Und wieder vergessen. Naja. Aber wenigstens können wir da jetzt aufs Rad steigen. Und da muss ich nicht dauernd diese verrückte Musik anhören. Oh. Also wirklich, also sehr cool ist die nicht. Phlegmon. Was wollte ich? Irgendwas wollte ich. Ich glaube, das war auch etwas Wichtiges. Ich vergesse das einmal. Naja. Dann rede ich halt weiter einfach irgendwie. Ach, ich bin ja so neidisch. Boah, wie viel hat der mir gegeben? 1000 oder 10.000? 10.000 nicht, oder? Komm, Elgato, zeig's mir. Nein, 1000. 10.000, das wär's. Oh. Also, wann sind wir endlich draußen? Ich glaube,
glaube, das sind die letzten Trainer. Komm schon, Markus. Markus. Güstes. Komm mir im Dunkeln bloß nicht nahe. Es ist hell. Du Pfadfinderin. Knofensa. Ja. Irgendwas. was wollte ich auch noch ansprechen? Das habe ich auch wieder vergessen. Irgendwas. Ach ja. Fortschritte dabei, ne? Fortschritte, ne? Also wenn ich jetzt mal schaue, wo wir im Moment sind, also ich, hochgeladen, die zwei Projekte. Mario Galaxy, bin ich jetzt 14. Part. Und schon, ich bin schon gleich einmal, habe ich die Hälfte hinter mir sogar. Es war zu dunkel, immer diese Ausreden. Oh, ich habe vergessen, sie nochmal anzusprechen. Du bist jetzt Pokémon, lass uns kämpfen. Nicht schon wieder. Ach ja. Das muss ich bei der mündlichen BE-Matura machen. Jedes Mal dranhängen. Mann. So, ich bin wieder da. Ich muss ja immer sicherstellen, nicht dass Outer City wieder rumspackt. Ja, die Fortschritte wollte ich ansprechen. Was mir aufgefallen ist, jetzt in ein, zwei Parts, also werde ich in Super Mario Galaxy wahrscheinlich schon die 60 Sterne haben. Und ich glaube, es gibt 120 Sterne im ganzen Spiel. Da habe ich schon die Hälfte nach ungefähr 15 Parts. Das also ich hätte mir das wirklich viel länger vorgestellt, dass das vielleicht schon so 40, 50 Parts werden, aber wenn ich mit der Geschwindigkeit weiter tue, dann bin ich schon nach ungefähr 30 Parts fertig. Also das hat mich schon überrascht. Und ich habe jetzt die zwei Projekte Pokémon und Galaxy gleichzeitig laufen. Nee, hör auf. Und wo sind wir jetzt in Pokémon? Nach ungefähr 15 Parts. Ist das schon der 15. Jahr? Also dieser 15. Part, jetzt drei Arenen. Wir sind knapp vor der vierten Arena. Ungefähr, du bist ein harter Brocken. Oh. Puh, ich bin ganz nass geschwitzt. Ja, das will ich nicht hören. Ich habe hier im Tunnel ein Maschok gesehen. Ein Maschok, aber es gibt nur Macholo. Yay. Ich glaube, wir sind gleich da. Ich schütze mich nicht mehr. Ja, wo sind wir jetzt in Pokémon? Nee, ein Drittel. Wir sind schon mehr als ein Drittel. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Lasst mich nachdenken. Zwischen der vierten und fünften ist, glaube ich, eine Riesenlücke. Also, wegen Team Rocket und alles drum und dran. Ich rate jetzt einfach einmal. Keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht wirklich einschätzen, wo wir in Pokémon sind. Sagen wir jetzt einfach mal grob geschätzt ein bisschen mehr als das Drittel. Haben wir. Und Mario Galaxy schon gleich einmal die Hälfte. Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass Pokémon so lange dauert. Jetzt im Vergleich zu so einem Titel. Und es kann ja noch, ich glaube, die älteren, also jetzt diese Pokémon-Spiele, die sind ja noch nicht so lange im Vergleich zu anderen, zu den neueren. Naja, Pokémon X und Y war jetzt. Naja, ich hatte. Naja, kommt drauf an.
Ja, weil Pokémon X und Y, da hab ich die Top 4 zum ersten Mal, da habe ich schon über 90 Stunden hinter mir. Da bin ich nach 90 Stunden bin ich zum ersten Mal zu den Top 4 gelangt. Aber das Grund war, weil ich einfach so viel erkundet habe. Alles ganz genau angesehen, alles durchgelesen, jeden NPC oder wie die Dinger da ja euch heißen, habe ich angesprochen. Alle meine Pokémon wurden besiegt. Ui, 40 aufgesammelt. Dabei sahst du so süß und harmlos aus. Oh, I'm so cute. ich glaube, wir sind draußen. Felstunnel, Azuria City, Lavandia. Ach ja. Und auch so komisch. Das ist eine Leiter. Das ist ein Ausgang. Und die Musik will auch nicht aufhören zu spielen. Kirito. So. Hallo. Ich fühle mich von vielen Wanderern erschöpft. Von vielen Wanderern erschöpft. Oh mein Gott. Nein, nein, denk sowas nicht. Ach Gott. Taubsi. Ich glaube, kommt drauf an, wie lange der Trainer jetzt braucht. Ein, zwei Trainer mache ich jetzt noch. Und dann schlussen wir heute. Genau, wir heute uns dann auch. Und ich werde dann, was untypisch für mich ist, ein bisschen rushen und Trainer auslassen, weil ich gerne Evoli abholen möchte und das dann trainieren kann, so. Also, ich kann es auch mit wilden Pokémon trainieren, aber da kriegt man ja mehr Erfahrungspunkte, wenn man gegen Trainer kämpft. Und das will ich ausnutzen. Ich bin nicht fit. Ich auch nicht. Ich habe auch gerade so eine Wandertour hinter mir. Viele Pokémon in dieser Gegend sind grob. Ich wünschte, eines wäre rosa und trüge ein Blumenmuster. Ach, das ist ja diese Dingens da. Dieses Dingens da. Dieser Mensch. Dieser. Noch einmal, viele Pokémon in dieser Gegend sind grob. Ich wünschte, eines wäre rosa und trüge ein Blumenmuster. Das ist Somnium. Aus der fünften Generation. Also, schaut so aus. Bist du auch ein Trainer? Ja. Oh, oh Gott. Hilfe. Ja, ja. Somnium. Immer diese... Ach, das ist auch ein interessantes Thema, weil... Aber... Vielleicht... Wenn ich es nicht vergesse. Übermorgen nehme ich ja wieder auf. Du schaffst das, Kirito. Ja, aber ich glaube an dich. Onyx! Och, Gottchen. Kirito, hältst du das aus? Ich weiß doch nicht. Nein, das spreche ich jetzt nicht an. Ich weiß nicht. Los. Arme, du hältst ein Steinchenwürfchen aus. Du hältst das aus. Und? Oh, Kreidenschrei. Und? Ja. Ja, gut gemacht. Ich bin stolz auf das Team von mir. Das ist so gut. So. Und Onyx besiegt. Arme erhält Erfahrungspunkte 26. Okay. Ja. Schnief. Diese verdammte Erkältung. Was stehst du dann so blöd herum? Geh nach Hause. Was steht hier noch? Felstunnel. Gut. Das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Ist da was drinnen? Ha! Nein. Beim nächsten Mal geht's... Auf nach Lavandia. Vielleicht schaffe ich ja, das Evoli abzuholen. Naja, dann bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Steinchen.